Eintreffen der Feuerwehr war, war bereits ein Teil des Dachs in Brand. Eine Person wurde vom Passanten bereits gerettet. Diese Person gab an, dass sich noch eine weitere Person im Objekt befindet. Wir haben uns dann auf die Personensuche beschränkt. Im ersten Abschnitt des Einsatzes konnten aber im Erdgeschoss und im Kellergeschoss niemand mehr antreffen. Im Obergeschoss wurde soweit möglich die Räume abgesucht und ebenfalls keine Person gefunden. Aufgrund der massiven Brandausbreitung musste sofort die Dialog alarmiert werden. Mittlerweile sind die Wehren Hohenweiler, Möckers und Eichenberg sowie Friedenstadt ebenfalls alarmiert und am Einsatz. Brandausbruch war im Obergeschoss. Die Brandursache kann derzeit noch nicht geklärt werden. Das Gebäude war anfänglich nur teilweise im Obergeschoss im Brand, hat aber der Brand hat sich massiv ausgeweitet und mittlerweile ist der ganze Oberbereich im Brand.